Zeit mehr und mehr wirklich Teile von unserem Körper erweitern, ersetzen, ja, mit technologischen Bauteilen, und das ist ein bisschen unheimlich schon. Meine Haut, das ist auch Elektronik, muss so sein, weil ich kann feststellen, dass ich mich hier berühre, ich kann sogar sagen, Finger da auf mich drauf tippen. Das heißt also, da muss ein großer elektronischer Schaltkreis dahinter sich bewegen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren Arm verloren und dann brauchen Sie eine Prothese, und dann wäre es doch auch gut, wenn die im Prinzip die gleiche Funktionalität hätte wie Ihr Arm. Also brauchen Sie für das eine künstliche Haut, die eben die entsprechenden Empfindungen ermöglicht. Viele Personen haben wir auch jetzt schon, die Spaß haben an produktiver Arbeit, die werden das unumgänglich in Communities erbringen, diese Leistungen. Und auf der anderen Seite wird es viele Personen geben, die eigentlich keine produktive Arbeit nachgehen, die kreativen Prozessen nachgehen, die gesellschaftlich relevante Dinge angehen, aber die nicht in unserem jetzigen Sinn arbeiten. Menschen fragen sich, was müssen wir denn tun, um uns anzupassen? Was müssen wir Menschen denn jetzt Neues lernen, um uns auf die Zukunft vorzubereiten? Also wie gesagt, wir Menschen sind da schon relativ clever und smart, und grundsätzlich sollten wir unsere Technologie so designen, dass sie sich möglichst gut an uns anpasst. Also dieses Bild, von dem ja eingangs schon gesprochen habe, ja, das eben in der Öffentlichkeit vorherrscht, das ist ja eines Roboters, der quasi alles, was wir Menschen so machen, auch abdecken würde. Und das ist natürlich völlig undenkbar aus heutiger Sicht. Ja.